Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Roadtrip-Vlog. Ich wollte euch das ganze Vorgeplänkel ersparen mit dem morgens im Hotel aufwachen und stundenlang Autofahren, blablablub, denn wir sind jetzt schon direkt in San Sebastian und haben gerade das Auto hier unten eingeparkt. Da hinten steht's. Und jetzt fahren wir hier mit dem Aufzug direkt ins Hotel. Sieht eigentlich ganz nett aus, die Lobby, oder? Ja. Sieht ganz cool aus, da fahren wir jetzt mal direkt rein. Zu den Lobbyisten. Wir sind auf minus 4. Rauchen ist ja nicht erlaubt. Was sowas überhaupt? Gymnasium. Genau. Bis so hoch ist das Hotel. Ja. Und hier kann ich klingeln, ne? Ja. Was bekomme ich dann? Ich würde sagen, nicht viel. Nicht viel. Notruf. Oh, jetzt sind wir da. Das war's. Oh, guten Tag. So sieht's aus. Oh, er ist ja ein netter Kerl. Was liest er da? Oh, versaute Blättchen hier auf jeden Fall. Warum sind die anderen noch draußen? Weil die nicht wissen, was sie tun sollen. Was sie machen sollen. Na gut, dann müssen wir denen das natürlich sagen. Von alleine kommen die noch nicht drauf. Deswegen helfen wir denen jetzt mal ein bisschen. Wir helfen denen. Ja. Leute, damit ihr reinkommt. Wir müssen da rein. Das ist unser Hotel. Da sind sie doch. Was? 800 Jahre später dann auch mal angekommen. Oh. Und Leute, ihr wisst Bescheid, Roomtour gleich, ne? Das wird der Wahnsinn. Wie immer. You know what it is? Roomtour, baby. Aha. Yeah. Ja, Leute, mir ist aber gerade was aufgefallen. Das Hotel heißt Astoria 7. Und 7 findet ihr auch in unserem Hashtag. Denn wir sind 7 Jahre alt. Hey ho, hey hey ho, 103 nach links. Wir haben die 103, ich bin wieder mit Kollege von der Laden auf einem Zimmer. Seine Wunden sind anscheinend verheilt. Nein, kein Stück. Nicht? Das hat mir nichts gebracht. Hat es nichts gebracht, die ganze Zeit nackt rumzulaufen? Ich habe recherchiert, ich brauche Sprühpflaster, aber das gab es nicht. Hier überall durchgeguckt. Es gibt auch kein Haarspray hier. Das heißt Pansement Spray oder irgendwie sowas in der Art. Das hört sich gut an. Und das hier ist irgendwie so ein Hotel, das ist übertrieben krass an irgendwelche Filmen. Schauspieler, Regisseure, was weiß ich, was nicht alles angelehnt. Hier, da, überall, alles ist voller irgendwelchen Filmstars. Überall stehen Namen und fast jedes Zimmer hat einen Namen von irgendeinem Star. Unseres aber nicht. Wir haben überm Bett. Alter, doch, unseres auch. Wir haben François Truffaut oder so. Keine Ahnung, wer das ist. Das ich, weißt du's? Nee, ne? Steht das? Mourage of Emperor, wie wir in Tizan. Oh ja, stimmt. Auf jeden Fall aus Paris. Okay. Er ist anscheinend schon tot, deswegen ich dachte, wir könnten ihn eventuell in Paris treffen, aber er ist schon tot. Geht hier auch irgendwo das Licht an? Badezimmerlicht. Du hast die Karte noch nicht reingepackt, oder? Wahrscheinlich habe ich das noch nicht gemacht. Machen wir die Karte rein. Und es werde Licht. Und es werde Licht. Hey ho! Boah, ein riesiger Spiegel. Rekord. Größter Spiegel unserer Roadtrip-Geschichte. Glaube ich. Und natürlich wieder ein BD, wie wir es gerne haben. Und wieder eine Regendusche. Ist schon ganz schön. Ist ganz nett, aber an das letzte Bad kommst du nicht an. Das letzte, das geilste. Ich fand das letzte Bad. Ja, ich habe so geil. Es war. Ich habe Liebesgefühl. Das ist besser als das. Ich fand es besser als in der Junior Suite. Ja, bis auf das Glas, das hat mir gefehlt. Wenn dieses Glas noch da gewesen wäre, dann fände ich es richtig geil. Voll Marmor hier. Glas? Diese Glaswand durch die Wand, dass man vom Zimmer aus in die Dusche reingucken konnte. Das war bei der Junior Suite nicht so. Ach, du redest von der Junior Suite? Ja. Oh, das weiß ich nicht. Das war ziemlich geil. Ich meinte in. Warschau war jetzt nicht so krass. War das, halt mit der Glaswand fand ich geil, aber das ist ein cooler Sitz. Ja, aber auch ein sehr schönes Bad und auch ein eigentlich, wie ich finde, sehr, sehr schönes Zimmer. Gefällt mir sehr gut. Ich finde das so ein bisschen bedrohlich, wenn er so darüber ist. Ich mag es, wenn es bedrohlich ist. Aber es riecht ein bisschen. Das stimmt. Ich glaube, das so zieht, ist ein bisschen so ein muffiger Geruch, so ja. Zigaretten, dann ist noch. Stimmt. Smoked hier wahrscheinlich. Gefällt mir. Cool. Richtung Schmerer. Ja. Jo, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nicht zum Quadfahren, sondern in ein Aquarium. Oh ja. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen seltsam an, aber wir haben herausgefunden, wir sind extra ganz früh aus Madrid losgefahren, damit wir heute Quad fahren können. Haben uns aber nicht informiert, ob man das überhaupt kann. Kann man nämlich gar nicht. Da. Und jetzt suchen wir ein Aquarium. Keine Ahnung, irgendwie kann man hier gar nichts machen. Haben leider auch nicht so geiles Wetter wie sonst die Tage immer. Und deswegen ist Strand jetzt auch nicht so geil.
Und jetzt gehen wir kleine Blubbelfische beobachten, oder? So sieht's aus. So sieht's aus. Jetzt musst du shaken. Ich shake. Yo, Leute! Leute, seid ihr noch dran, Mensch? Seid ihr noch dran? Ja, wir sind nämlich jetzt in San Sebastian. Hey ho! Oh mein Gott, das war ein ungewolltes Wortspiel, was aber echt ziemlich schäbig war. Wir sind in San Sebastian, so sieht das hier aus. Boah, das Wasser, das unten sieht ja richtig gut aus. Und man merkt direkt, wir sind schon um einiges nördlicher als noch in Madrid oder in Valencia, denn hier ist es schon wieder etwas kälter. Wir haben knapp 23 Grad. Sieht aber sowas von, also ich finde das super, super schön hier, weil... Bist du verrückt? Da gibt es doch nicht so geile Buchten. Ja, nee, das nicht, aber ich finde so vom Wasser, vom Himmel und so. Als ob es an der Nordsee so ein Wasser gibt. Ja. Niemals, wir haben nur schlechtes Wetter, deswegen sieht es nicht ganz so mega krass geil aus. Und sieht ein bisschen auch, wow, Splash! Ich finde so vom allgemeinen Licht her und so weiter. Schnauze. Ach, Sebastian, hast du eigentlich schon ein paar Verwandte getroffen? Nee. Noch keinen Verwandten getroffen? Komplett. Na, okay. Egal, wir sehen uns im Aquarium. Wir werden die ganze Zeit Bilder gezeigt, wie es aussieht, wenn Fische gefangen und gegessen werden. Damit werden die gefangen. Das nennt sich Boote. Große Boote. Viele Boote. Große Boote. Mittelgroße Boote. Kleine Boote Grote. Und dann noch mehr Boote Grote. Poto, 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 Poto. Ich habe das Gefühl, wir sind in einem Museum gelandet. So muss man sich anziehen hier. So soll das aussehen. So soll es sein. Das ist Izzy. Was? Fisch? Okay. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich muss mal kurz vergleichen. Stell mich mal hier so daneben. St. Pauli ist auch dabei. Das passt. Was geht denn hier ab, Mann? Was geht hier ab, ey? Was geht denn ab? Ha! Ey Leute, ich sag's euch, das hier ist einfach wirklich, das ist einfach ein Museum. Schärfe, Schärfe, Schärfe. Und das ist einfach so ein Typ, der einfach gerne Modellbau betreibt und da hat seine Geräte hier ausgestellt. Guck mal. Entschuldigung. Das sind alles Schärfe. Oha, richtiges Gerät gefunden hier. Guckt euch das Gerät an. Mit einer Dose als Auge. Wunderbar. Fantastisch. Genau so einen, den da, habe ich auch beim Tauchen angefasst. Aber der war schön rot und nicht so ausgeblichen. Und einen Krabbenpanzer habe ich auch angefasst. So einen hier. Also ich weiß nicht, ob es die war. Aber so ähnlich sah die aus. Boah, zum Glück war es nicht die, sonst hätte ich wahrscheinlich einen Anfall bekommen. Boah, was? Alles tote Fische. Oha, guckt euch den Kollegen an. Ganz schön fieser Kollege. Ganz schön fieser Kollege. Mupfeln. Ganz viele Mupfeln. Mupfeln, Mupfeln, Mupfeln. Geil, Leute. Ich liebe Quallen. Guckt euch die Quallen an. Boah, das ist aber wirklich cool. Das ist tatsächlich so ein Traum von mir. Stellt euch mal vor, ihr habt so ein Aquarium direkt im Wohnzimmer und dann gibt es diese kleinen Aquarien, so Säulen, und da habt ihr dann das so geil beleuchtet und da habt ihr dann so Quallen drin. Das fände ich so richtig krass geil. Was haben wir denn hier für eine Mini-Luke? Hallo? Ja, hier ist keiner zu Hause gerade. Aber guckt euch die Qualis an. Es gibt, glaube ich, keine gechillteren Tiere als so Quallenmänner. Weil die dumm sind. Sie vielleicht, haben gar kein Gehirn. Vielleicht auch die Stars, die werden ja hart betatscht von den kleinen Girls. Die Armen. Wenn man den kitzeln kann. Juckt ihn nicht, juckt ihn einfach nicht. Hier sind kleine Krebse. Er hatte gerade so einen kleinen epileptischen Anfall. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das finde ich sind zum Beispiel richtig nette Kollegen. Die hängen einfach auf dem Boden rum, alle zusammen, essen gemeinsam. Wirklich sind Freunde. Krabbeln sich so ein bisschen gemeinsam rum. Hä? Hm,
Gerade war der noch so ein kleiner Hubschrauber, aber der ist nicht mehr rumgeflogen. Weiß jetzt nicht mehr, wo der ist. Ja, ein kleiner Hubschrauber in Form einer Garnele. Garnelen sind für mich also Hubschrauber. Oh, die armen Tiere, die werden hier voll von den kleinen Kindern zerstört. Sehe ich eher ungern. Aber guckt euch mal das Gerät hier an. Kannst du den erkennen? Da hinten, ne? Man weiß nicht, wie groß er wirklich ist, weil hier so eine Monsterwölbung ist. Er sieht einfach aus, als wäre der hier so einen Meter groß. Ah, das sind ja zwei! Wie groß ist der denn in Wirklichkeit? Das weiß man nicht, wie groß er ist. Hier kriegt man auch leider null Informationen. In Deutschland hat man immer so richtig viel Informationen auf diesen Dingern. Aber hier leider nicht. Das ist Was geht bei ihm? Ach du Scheiße! Wen haben wir denn da? Hi, sind Freunde. Also, alles gut, alles ist gut. Das sind bei Findet Nemo diese Schulbusse, womit die ganzen kleinen Fische zur Schule fahren, ja. Stimmt, da unten drauf dann. Was Top-Rochen übrigens. Rochen sind Top-Geräte. Wir hatten ja leider nur sehr wenige GoPro-Aufnahmen und genau mit so einem Kollegen bin ich ja tatsächlich auch zusammen getaucht in Cannes. Und dann habe ich mich so an seine Rückenflosse gehangen und so, und er hat mir ein bisschen so seine Gegend gezeigt, seine Hut und so, ein paar Homies von ihm und so. Und die sehen zwar fies aus, aber sind richtig korrekte Kerle so. Also mit denen kann man super viel Spaß haben. Und der Schein trügt. Probiert's einfach mal aus. Solche Fische finde ich irgendwie total langweilig, die irgendwie so immer zusammenschwimmen und jeder ist total langweilig und hat keinen eigenen Charakter und so. Fische müssen einen eigenen Charakter haben, entweder ein Hai sein oder Fische müssen eine Schildkröte sein oder Fische müssen ein Seestern sein. Das macht alles sehr, sehr viel Sinn, was ich erzähle. Wow! Bei ihm merkt man einfach, wenn er da ist, aber bei so einem Kleinen, ja? Juckt doch keinen. Die Fische hier sind ganz klug, die haben so Beine dran, die können dann gehen, weißt du? Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Ein Kugelfisch, hey, oh, noch einer. Hallo. Aber nicht so gut drauf, leider. Schade. Er ist freundlich. Er könnte sich ruhig mal ein paar mehr Beauty-Tutorials reinziehen. Da ist das noch ausbaufähig. Bisschen wie Tuttle in L.A., oder? Ja. Das sind, finde ich, so die schönsten Aquarien. Ne? So alle so richtig bunt. Richtig bunte Fische, ein paar blauen Fische, ein paar blaue. Guck mal, die da oben ist voll am Leuchten. Ich meinte mal so, das ist so die geilste. Alle finden die total geil und wollen die sich klären. Ich glaube, ich, das ist so die ist voll unnatürlich, weißt du? Das ist die unnatürlich? Ja, ja. Meinst du, die ist zu krass geschwingt? Ja, ja. Vielleicht ist das ja die Nutte hier. Das kann gut sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Guck mal, da ist die Nutte wieder. Da. Ja, das ist, glaube ich, noch eine. Ich glaube, die Tochter. Kommt direkt nach der Mutter. Ah, die Tochter, die weiß direkt jetzt, wie es läuft. Die hat sich auch schon mir angeboten, aber ich habe dankend abgelehnt. Oh, wer bist du denn? Wie schön ist er denn? Wie schön sind die alle hier? Boah, richtig geil. Noch ein Kugelfisch.
Boah, richtig coole Geschöpfe hier drin. Moren waren mir immer richtig unsympathisch, aber er ist ein richtig chilliger Kollege, der ist richtig gut drauf. Ey, das ist ja wohl einer der schönsten Fische, die es gibt. Boah, der sieht so geil aus. Ich finde den so cool. Findest du den auch gut? Ja. Stinkt Stefo. Da war. Und alle warten auf dich. Ja, okay. Wir müssen jetzt raus. Oh oh. Dann hauen wir ab. Du musst die Fische auch mal in Ruhe lassen können. Die brauchen auch mal ein bisschen Zeit für sich vielleicht. Okay. Ich lasse. Okay? Ja. Und deswegen gehen wir jetzt. Okay. So, das war's vom Aquarium. Und das, was ich eigentlich da drin gelernt habe, ist, dass spanische Kinder kleine Drecksblagen sind. Zumindest die da drin haben die ganze Zeit gegen die Scheiben getreten oder dagegen gehauen oder waren irgendwie asozial am Rumblöken. Fand ich irgendwie uncool. Aber es sind bestimmt nicht alle so, aber die da drin haben mich richtig abgefuckt. Leute, Leute, jetzt gibt's Hapa Hapa in San Sebastiana. Yay! Boah, das war krass, knapp, ne? Oh, meine Kamera hatte gerade so einen Schaden. Oh, das war gut, zeig nochmal. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich gerade sehen könnt, denn durch diesen krassen Regenanfall, der da gerade runtergekommen ist, Regenanfall, sehr gut, ein Regensturm, der aufgezogen ist, ein Regensturm, auch sehr schön, ich habe sehr, sehr ausgeprägtes Vokabular, wie ihr vielleicht merkt, ist mein Bildschirm hier kaputt gegangen und ich kann mich selber nicht mehr sehen, aber die Kamera macht noch Geräusche und geht an, also die Aufnahme hat gerade piep gemacht, das heißt, theoretisch müsste sie noch laufen, ich sehe mich nur nicht. Ist aber eigentlich auch, finde ich, ein bisschen spannend, weil dann freue ich mich natürlich nachher umso mehr, wenn ich mich dann auf dem Laptop betrachten kann. Das macht mir sowieso mal ganz großen Spaß. Ja. Das ist so ein bisschen wie Dinner im Dunkeln mit dir selbst. Genau. Und ich werde jetzt, glaube ich, richtig hart freestylen, das Ganze hier. Und jetzt schon mal Tschüss sagen aus San Sebastian. Das war ein echt so ein kleiner Fail heute. Aber muss es ja auch mal geben. Wobei Madrid war ja auch schon ein Fail. Dann ist es der zweite. Tschüss, ne? Schönen Abend noch. Ciao. Gut. Oh, der Bildschirm hat gerade geflackert. Perfekt. Cool, vielleicht klappt das ja bald wieder. Ich komme jetzt mit zu dir. Schauen wir das Ganze mal an. Und positive Bewertung würde mich natürlich freuen. Morgen geht es dann nach Paris und da werden wir dann Segway fahren. Keine Ahnung, ob wir schon morgen Segway fahren werden. Vielleicht wahrscheinlich. Oh nein, nicht gucken! Mein Spiegel hängt raus. Ich mache gerade einen Test, man kann es nicht mehr sehen, aber die macht noch Geräusche. Also vielleicht wird das mit was mit der Aufnahme. Alles klar. Möchtest du meinen Zuschauern Tschö sagen? Wie machst du das immer? Schüttelst du noch, oder? Ich sag tschö und ne, das ich schüttel nicht. Ach so, okay. Tschüss!